Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, dass ich alle Units, die Colosseum oder Raid Units sind, in ein Ranking gepackt habe. Das Ranking ist so aufgebaut, es gibt quasi 5 Klassen von 1 bis 5. 1 steht für sehr, sehr gut, 5 steht für überhaupt nicht gut, beziehungsweise relativ nutzlos. Ich betone relativ, als Statstick könnten diese Units nutzbar sein, aber ich habe sowas nicht in Betracht gezogen, beziehungsweise habe das jetzt nicht in die Bewertung mit einfließen lassen. Klar, zum Beispiel Units wie Monster Shopper können sehr nützlich sein, aber es geht hier in diesem Video lediglich darum, welche Units braucht man farmen und welche sind komplett nutzlos. Das ist natürlich alles eine Meinungssache und kommt auch wirklich schwer darauf an, was für Units man hat, aber ich gehe jetzt einfach mal, ich habe diese Liste gemacht aus einem Standpunkt, der in Anführungsstrichen Free-to-Play ist. Und wie gut man mit diesen Units dann Teams bauen kann, wenn man die Special Level Maxed hat. Es geht hier hauptsächlich um Special, die Captain Ability eher weniger, sie ist ein netter Nebenfaktor. Ich werde aber auch bei jeder Unit, die ich einblende, nur das Special zeigen, beziehungsweise was das Special macht, die Captain Ability nicht und falls nötig die Stats, normalerweise aber nicht. So, dann fangen wir direkt an mit Sabo. Sabo ist, wie ihr wisst, ein Free Spirit Type Booster und ein ziemlich guter Captain, aber das ist nicht der Grund, weshalb ich ihn in die erste Klasse. Und in die erste Klasse direkt an die Spitze gesetzt habe, sondern wegen seines Specials. Sein Special ermöglicht es einem für 2 Turns quasi 600.000 Damage, wenn er ATK Cotton Candy Max ist, einfach so rauszuhauen quasi. Das ist ideal für Zombie-Teams, für jedes Fighter-Free-Spirit-Dex-Team, jedes Team, wo man ihn reinbauen kann, ist aber ein idealer Sub, weil er dir einfach mal 1,2 Millionen Damage über 2 Turns verteilt natürlich, quasi umsonst dazu gibt. Deswegen Sabo ein mega guter Sub. Als nächstes haben wir Mihawk, der erstmal überhaupt kein schlechter Captain ist. 2,5-facher Slash-ATK-Boost ist auch heute noch nicht schlecht und wird immer noch oft benutzt. Und dann dazu cuttet er die HP von allen Gegnern um 30%, was, wie ihr alle wisst, wahrscheinlich ein unglaublich gutes Special ist. Haben auch Legends wie Whitebeard oder Blackbeard wirklich sehr gutes Special. Damit hat man jeden Gegner auf jeden Fall um einiges einfacher, diesen zu besiegen. Deswegen Mihawk. Vor allen Dingen, weil er auch so einfach zu bekommen ist, auch auf Platz 1. Eine der Units, die wohl am besten mit Mihawk zusammen funktioniert, ist Doflamingo, da sie beides Dex Slasher sind. Doflamingo boostet die Orbs um 2 für alle Units und lässt sich zweimal Orbs switchen. Bedeutet, man kann sich Orbs geben und diese dann auch noch boosten. Er ist der perfekte Sub in fast jedem Team, da er mit jedem Team funktioniert. Und Doflamingo auf jeden Fall empfehlenswert, ist auch eine der Top Units. Auch wenn es vielen Leuten nicht mehr so wichtig erscheint, Enel Special Level Maxen, weil man mit Enel als Captain so oder so ewig stallen kann, würde ich trotzdem empfehlen, sein Special zu maxen, weil dieses 32 Turns ausstallen wirklich nervig sein kann. Zudem sind die 20.000 Fix Damage auch manchmal ganz nice bei zum Beispiel Turtle Rushs, also insbesondere Jade Turtle Rushs. Zweifacher Quick ATK Boost ist einfach komplett gut. Blöd, dass er 90% der HP hatte, trotzdem würde ich ihn ganz oben einranken, vor allen Dingen auch wegen seiner Captain Ability, auch wenn diese, wie gesagt, in diesem Ranking keine so besondere Rolle spielt, aber seine Captain Ability funktioniert einfach perfekt mit seinem Special. So, einige mögen sich jetzt vielleicht wundern, warum Bellamy so weit oben auf der Liste ist, aber ich finde, dass er diesen Platz definitiv verdient hat, denn er gibt dir nicht sowohl Orbs als auch einen 10%-Cut, sondern auch einen guten Orb-Boost. Er ist eigentlich wie ein Mini-Dofi plus 10%-Cut mit ein bisschen weniger Damage. Trotzdem, Mini-Dofi als Quick-Version kann man gut gebrauchen und ich benutze Bellamy sehr oft, deswegen auch der lohnt es sich, Special Level Max zu haben, vor allen Dingen, weil er auch sehr einfach zu farmen ist. Mihawk habe ich nochmal auf die Liste gepackt, da es halt einfach eine Quick-Version von ihm ist, er einen Loren-Cooldown hat, Free Spirit ist, allerdings natürlich nicht so einfach zu bekommen ist und es auch fraglich ist, ob wir ihn nochmal bekommen werden. Trotzdem habe ich Mihawk mal nochmal auf die Liste gepackt, weil ich denke, dass auch die Quick-Version in die auf den Platz 1 kommen sollte. Nicht nur, dass Boa quasi jeden Forest mit ihrer Tanky Captain Ability clearen kann, da sie mit Times Gebruffy sowohl viel Damage als auch unglaublich viel Leben hat, nein, sie lockt auch die Chain Multiplier auf 2,5 für 2 Turns, was für Times Gebruffy Teams und generell Free Spirit Teams oder Shooter Teams mega nützlich ist. Ich finde dieses 2,5 Locken so geil, weil man halt wirklich nicht mal unbedingt Perfect hitten muss und trotzdem sein Damage hat. Zudem delayt sie auch noch eine Runde. Mega gute Unit, wie ich finde. So, Magellan habe ich natürlich hauptsächlich wegen seines Specials in diese Liste gepackt. Seine Captain Ability ist ganz passabel, aber sein Special ermöglicht es einem auf der zweiten Stufe
wirklich unglaublichen Damage zu machen. Man muss natürlich eine Menge warten, aber wenn man einen Tanky Captain mitnimmt, kann man damit jedes schwere Kolosseum clearen. Oder fast jedes, was zumindest keine Immunity hat. Magellan habe ich so hochgerankt, weil er halt wirklich sehr, sehr vielen Low-Level-Spielern mit zum Beispiel Zombie-Teams helfen kann. So, als nächstes kommt die zweite Klasse aller Units. Ich werde hierfür jetzt nur noch die Bilder einblenden und nicht mehr die Special Abilities ganz, weil es einfach zu viel Zeit kostet. Als erstes hätten wir dort Shiki. Shiki habe ich so hoch eingerankt, da er allen Driven Units einen ziemlich hohen ATK-Boost gibt mit 1,75 und ich denke auch eine Menge Orbs, wenn man zum Beispiel Bomb Orbs oder so etwas hat oder G Orbs. Zusammen mit Lao G gibt er dir Full Matching Orbs plus ATK Boost in einem Driven Team. Wirklich nicht schlecht. Die nächste Unit wäre dann Kuma. Dieser gibt allen Units einen 1,75-fachen Orb Boost. Deshalb habe ich ihn ebenfalls so hoch gerankt und weil er auch fast alle Orbs, die nicht Farben Orbs sind, zu Matching Orbs macht. Das sind unglaublich viele Orbs. Deswegen ist Kuma eine wirklich sehr gute Unit und wird in vielen Teams gespielt. Killer habe ich unter anderem auch wegen seiner guten Captain Ability so hoch eingerankt, da er eine Zeit lang mein Standard Striker Captain war und auch Fuya mein Standard Slasher Captain, da er einen noch höheren ATK Boost als Mihawk gibt. Zumindest in Kolosseums ist es ziemlich gut, auch wenn du nicht healen kannst, hilft es dir wirklich viel. Zudem macht er für Striker und Slasher STR und Quick Orbs zu Matching Orbs, was mega nützlich ist und einen 7% Cut, der auch ab und zu ganz gut helfen kann. Kizaru sehe ich persönlich als das Gegenstück zu Boar, da er ebenfalls für zwei Turns die Chain modifiziert, sage ich mal. Aber allerdings macht er die Chain höher, sie geht dann bis 3 hoch. Das ist in vielen Fällen oftmals mehr Damage als zum Beispiel mit Boar. Wenn man zum Beispiel ein Cavendish oder Sanji Team benutzt, ist das dann mehr Damage, was auf jeden Fall gut helfen kann. Zudem gibt er sich ein Quick Orb und Reduced Cooldowns, was auch bei manchen Raids gut hilft. Die nächste Unit ist Raid Frankie. Dieser gibt allen Units einen 1,5-fachen ATK Boost. Er ist zwar sehr schwer zu schlagen, trotzdem ein unglaublich nützlicher Raid. Zudem entfernt er jegliche Buffs der Gegner, wie zum Beispiel Enragen oder Healen. Auch mega nützliche Unit, benutze ich auch ziemlich oft. Fujitora ist zwar nur für Powerhouse Units sehr nützlich, aber für diese ist er wirklich ein Beast. Er gibt 3 Matching Orbs, also die anliegenden Orbs und Matching Orbs, je nachdem, ob man ihn in der Mitte spielt oder nicht. Und gibt dazu einen zweifachen Orb-Boost und Damage, der durch Barrieren durchgeht. Das ist wirklich mega nützlich, auch wenn es nur für Powerhouse-Units ist, spielt man den wirklich sehr oft. Und er ist zudem auch noch ein unglaublich guter Captain, da er sowohl Tankiness besitzt, als auch einen 10%-Cut. Int Doflamingo besitzt zwar dieselben Fähigkeiten wie Dex Doflamingo, ist aber die Int-Version davon. Ich habe ihn zwar nur in Klasse 2 reingerankt, weil er halt ein bisschen schwieriger zu bekommen ist und wenn man Dex Doflamingo hat, nicht ganz so wichtig ist. Allerdings hat er auch noch ein bisschen bessere Stats. Auf jeden Fall auch lohnenswert, den Max zu haben. Akainu ist eine der wenigen Color Affinity Boosting Units im Spiel, weshalb ich ihm so hoch gerankt habe. Er boostet zwar nur die Color Affinity für Strength Units, allerdings mit einem 5-Star plus Ruffy Team plus Akainu Legend als Friend Captain machst du unglaublichen Damage. Zudem gibt er nur noch Fullboard STR Orbs, was auch sehr helfen kann. Manch einer fragt sich jetzt vielleicht, wieso ich Kinemon so hoch gerankt habe, aber ich finde, dass er als einer der wenigen STR-Slasher ein halbwegs nützliches Special hat. Vor allen Dingen, wenn man keine Strength-Slasher-Legends hat wie Inuarashi, braucht man einfach Units wie Kinemon. Er gibt einem Matching Orbs und reduced die Cooldowns. Das kann einem vor allen Dingen beim Rushen von irgendetwas echt helfen. Und zudem hat er sehr gute Stats und eine unglaublich gute Captain Ability. Die Freeze Builds mit 2,5 Units plus sie healt, was mega nützlich ist. Als ich noch nicht Times Gebruffy hatte, habe ich ihn Standard als meinem Freeze Build Captain gehabt, da er bis zu 5 Millionen Damage gemacht hat. Bei Magwise ist es dasselbe wie mit Akainu. Er gibt einen Color Affinity Boost, allerdings diesmal für Striker und nicht für eine Farbe, was finde ich sogar noch ein Ticken besser ist. Zudem reduced der Chain Limiter auch bei, ich glaube, 5 Turns, was zum Beispiel im Kyros Kolosseum echt helfen kann. Auch keine schlechte Unit. Dex Aokiji ist zwar nicht besser als Int Aokiji, ich habe ihn aber trotzdem gleich hoch gerankt, da man mit ihm ein mega gutes Dex Striker Team bauen kann, was ihr hier seht. Silliman ist eine der wenigen guten Slasher Quick Units und sein Special ermöglicht einem mit einem Slasher Team nochmal einen guten Damage Boost, zudem auch noch Delay und eine Menge Damage. Man kann bis zu 300.000 Damage mit seinem Special allein machen, was ziemlich gut ist. Ich denke, Zephyr ist relativ selbsterklärend. 1,75-facher ATK-Boost für Shooter für 2 Turns ist definitiv verdient so hoch auf der Liste. Bei Aokiji ist es dasselbe wie mit Dex Aokiji, bloß dass er ein bisschen einfacher zu farmen ist und halt Int ist.
Zephyrk hatte zwar die HP deines Teams bei 80% mit dem Special, aber das ist ziemlich nützlich für Whitebeard-Teams und für Strange Sanji-Teams. Ich benutze den ziemlich oft in solchen Teams. Zudem boostet er natürlich die ATK von Int und Strange Units mal 1,75 ohne eine sonstige Condition, halt nur dieser Damage Cut, der einem sogar helfen kann. Bedeutet Zephyr, mega gute Unit, wie ich finde. Ideo ist verdient wegen seines zweifachen Orb-Boosts für Fighter-Units auf dieser Liste in Platz 2, da er zwar den Damage verdoppelt, man den Gegner aber sowieso killt. Er ist in Gear 4 Teams ein wirklich sehr, sehr nützlicher Sub, aber so unglaublich schwer zu farmen, dass es wirklich ekelhaft ist, den zu benutzen. Aber trotzdem mega gutes Special an sich. Moria ist unter anderem ein sehr guter Deckslasher, der in einem Deckslasher-Team wirklich helfen kann. Zudem gibt er sich einen Dex-Orb und macht 300.000 Fix-Damage gegen einen Gegner, was oftmals echt helfen kann. Dan Xinzhao hat sowohl eine gute Captain-Ability mit einem straighten 2,75-fachen Power-Aus-ATK-Boost, wenn man alle Perfects hittet. Zudem hielt er noch ein kleines bisschen, was aber relativ unscheinbar ist. Und außerdem cuttet er die HP von allen Gegnern, nein, von einem Gegner um 25% und reduced den Damage um 70% für einen Turn. Mega nützliches Special und gute Captain-Ability. Momonga gibt einen guten ATK-Boost für Cerebral-Charaktere und ist mit Sengoku als Friend-Captain ein ziemlich guter Captain. Kanjuro macht alle Farben-Orbs zu Matching-Orbs und macht Tandem und RCV-Orbs zu Unmatching-Orbs für Free-Spirit- und Striker-Charaktere. Das ist sowohl in Striker- als auch in Free-Spirit-Teams ziemlich nützlich. Und vor allen Dingen in einem Nekomamushi-Team, zumindest Nekomamushi-Friend-Captain-Team, mega nützlich, da du automatisch Full-Matching-Orbs hast, wenn du Nekomamushi-Special einsetzt. Und auch in Times-Graphy-Teams hast du viele Orbs, generell ein guter Orbschaffler. Shiryu killt automatisch alle Units, die unter 75-fache seines ATK-Werts haben und gibt einem für 3 Turns Damage Reduction auf 50% und dazu entfernt er noch Gift. Das ist in einigen Stages sehr nützlich, vor allem das Gift entfernen und die Damage Reduction und oftmals auch das Units killen, da du damit viele Units mit viel Defense, die aber nicht so viel Leben haben, einfach killen kannst. Shiryu auf jeden Fall eine sehr gute Unit. Gladius hätte man in der Theorie auch etwas höher ranken können, allerdings finde ich, dass Shooter eine nicht mehr so gute Klasse sind, da sie keinen so wirklich sehr hohen Damage Booster haben. Trotzdem ist ein 1,75-facher Color Affinity Boost sehr nützlich und auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Hawkins gibt einen ein Fullboard an Orbs, was auch oftmals sehr nützlich ist, vor allen Dingen wenn man nur Strange, Dex und Quick Units spielt. Auch sein Lower Cooldown macht ihn sehr nützlich. Vista ist genauso wie Silliman ein guter Quick Slasher, zudem gibt er einem 2 Matching Orbs, was finde ich oftmals sehr, sehr nützlich ist. Auch sein Damage kann man manchmal gut gebrauchen. Scratchman Apu verdoppelt zwar den Damage, den du kassierst und senkt die Food-Heal-Rate für 2 Turns, aber sein 1,75-facher Free-Spirit-Boost auf einem 10-Turns-Cooldown ist in vielen Free-Spirit-Teams mega nützlich und vor allen Dingen auch in dem Kinemon-Team, was ich vorhin schon gezeigt habe. Alvida boostet nicht nur die Orbs mal 1,5, sondern reduced auch den Damage received mal 75%, was mega nützlich ist. Alvida auch eine echt gute Unit. Pika hat einerseits den höchsten AP-Wert im Spiel und dazu gibt er einem noch einen 20% Cut der Gegner und gibt einem noch eine Menge Matching Orbs, beziehungsweise einige Matching Orbs, je nachdem was man vorher hatte. Auf jeden Fall keine schlechte Unit. Brindybolt gibt einem auf der letzten Stufe einen zweifachen ATK-Boost für Shooter-Units und cuttet die HP mal 50%. Bei ihm ist es genau das gleiche Problem wie bei Gladius, wie ich finde, dass Shooter-Units halt einfach nicht so nützlich sind. Trotzdem lohnt es sich, den auf jeden Fall zu farmen, wenn man mit Shootern spielen möchte. Kommen wir nun zur dritten Klasse. Hier beginnen wir mit Blackbeard. Blackbeard hat ein relativ passables Special. Es lohnt sich schon, dieses Max zu haben, aber er ist halt nicht ohne Grund in der dritten Klasse. Man benutzt ihn wirklich mittlerweile nicht mehr so oft, aber es gibt viele Stages, wo er einem trotzdem immer noch ganz gut helfen kann, da er halt einfach den Damage, den du vorher kassiert hast, der funktioniert mit seiner Captain Ability halt sehr gut. Du hast doppelten Damage, hast eine Menge HP. Er funktioniert immer noch ganz gut, aber man kann längst nicht mehr so viel clearen wie früher. Strange Pika ist zwar genau dasselbe wie Psy-Pika, bloß dass er noch einen Slot mehr hat, was ziemlich nützlich ist, aber ich habe ihn halt einfach in die Klasse 3 gerankt, da er zwar eigentlich genauso nützlich wie Psy-Pika ist, halt einfach nur ein Strange. Ich finde aber halt, dass die Kai-Version ein kleines bisschen schlechter gerated werden sollten, weil es halt ein bisschen schwieriger ist, diese zu farmen und die halt auch nicht immer da sind, die ich deshalb nicht so wichtig finde, vor allen Dingen, wenn man die Hauptversion von diesen Units schon maxed hat. Duval hilft einem vor allem im Free-Spirit-Teams oftmals sehr. Mit seinem 20% Cut und einer 50% Damage Reduction ist er ein ziemlich guter Staller und ermöglicht einem viel mehr Damage. Zudem ist er halt eine gute Dex-Free-Spirit-Unit. Duval lohnt sich auf jeden Fall auch noch zu farmen.
Helmeppe boostet direkt zwei Klassen, und zwar Slasher und Driven, mal 1,75. Zwar unter der Bedingung, dass du unter 5000 HP bist. Diese Bedingung ist allerdings nicht so schwer zu erfüllen, weswegen ich ihn relativ hoch noch eingerankt habe. Ein 1,75-facher Boost ist ziemlich hoch, und vor allen Dingen ist er der einzige Free-to-Play Slasher-Booster, der so hoch boostet. X-Drake ist ein guter Orb-Manipulator, zwar nur für Powerhouse und Cerebral, beziehungsweise eigentlich für alle Klassen, aber für in den Klassen wird er hauptsächlich gespielt. Trotzdem, er wird ziemlich oft in Crocodile-Teams gespielt, vor allen Dingen, wenn man damit in einem Cerebral-Team mit Legend Dofi Full-Matching-Orbs hat. Zwar muss man nur 30% sein, allerdings ist man das mit Crocodile-Teams sowieso meistens. In einem Hody Jones-Team zum Beispiel funktioniert der auch so gut, da du meistens auch unter 30% deiner Leben bist. Bedeutet X-Drake auch nicht schlecht. Herakles gibt einem ein Fullboard an Orbs. Dieser eine Food Orb kann zwar manchmal recht hinderlich sein, allerdings in der Kombo mit Kuma in einem kompletten Rainbow-Team ist er sehr nützlich. Er wird öfters in SWA-Teams gespielt, auch wenn es jetzt Kizaru gibt, er ist immer noch sehr gut und kann auch in anderen Teams echt helfen, Orbs zu bekommen. Wenn man Full Life ist, gibt einem Diamante einen zweifachen Driven ATK-Boost, was ein unglaublich hoher ATK-Boost ist. Allerdings ist diese Condition, dass man Full Life sein muss, ziemlich schwer zu erfüllen, trotzdem auch ansonsten gibt er einen 1,5-fachen ATK-Boost, deswegen finde ich Diamante auch nicht schlecht. Kid leert alle Strange Orbs, beziehungsweise generell alle Orbs, und macht je nachdem, wie viele Strange Orbs man geleert hat, relativ viel Schaden. Das kann in vielen Teams sehr helfen, da man mit Kuma sich oftmals Full-Matching-Orbs machen kann, da leere Orbs von Kuma mit Matching-Orbs gefüllt werden. Und dazu hat man dann noch einen Orb-Boost, bedeutet die beiden in der Combo sind sehr gut zu spielen. Hyrudin ist, wie ich finde, relativ bedingt nützlich. Er gibt zwar einen hohen ATK-Boost für Units, die genau 40 Kost haben, was relativ viele Units sind, um zwar genau zu sein, fast alle Colosseum-Units, nur ist es relativ schwer, damit ein gutes Team zu bauen. Dazu ist seine Captain-Ability auch ziemlich gut und funktioniert mit seinem Special recht nice. Also wenn man vorhat, ein komplettes Chaos-Colosseum-Team zu bauen mit Units von genau 40 Kost, kann man mit Hyrudin echt viel reißen, denke ich. Bellamy ist ein kleiner Mini-Cavendish, der zwar nicht besonders viel Damage dealt, beziehungsweise nicht so viel wie Cavendish, aber trotzdem bei kleineren Gegnern echt helfen kann, und auch der lohnt es sich zu maxen, da er einen ziemlich kurzen Cooldown hat. Da Tesoro einem ein Fullboard an Psy-Orbs gibt, solange man über 50% ist, habe ich ihn relativ hoch eingerankt, auch wenn ich finde, dass Full-Psy-Orbs nicht mehr ganz so gut sind, vor allen Dingen da es jetzt auch Six-Star plus Shanks gibt, beziehungsweise Six-Star Shanks, denke ich nicht, dass der so nötig ist, trotzdem nicht schlecht. Ace gibt einen auf einem ziemlich kurzen Cooldown 50% Damage Reduction und reduced die Cooldowns von Free Spirit und Fighter Charakteren. Das ist sowohl in Gear 4 als auch in Timescope Ruffy Teams mega nützlich und ja, kann auf jeden Fall helfen. Ist ein guter Staller, aber braucht man nicht besonders oft. Trotzdem lohnt es sich, den zu farmen. Pauli habe ich so hoch eingerankt, da ich ihn vor allen Dingen früher in Timescope Sanji, dem grünen Timescope Sanji, Teams gespielt habe. Dort ist er nämlich wirklich ziemlich nützlich, da er delayed und Orbs lockt. Und er ist, glaube ich, einer der wenigen Powers Orbs Locker, die free to play ist. Und auf einem relativ lowen Cooldown, der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ein kann eine ganze Menge Leben healen und ist deshalb in vielen Teams, die relativ viel Leben haben, relativ nützlich, wie ich finde. Urush gibt sich, je nachdem, wie viel Leben du hast, einen relativ hohen ATK-Boost, wenn man unter 30% seines Lebens ist, einen zweifachen, was manchmal schon recht nützlich sein kann. Er ist nicht mehr die beste Unit, aber ist immer noch relativ nützlich. Jozo habe ich so hoch eingerankt, da er jeder Unit einen 1,5-fachen ATK-Boost gibt, solange man unter 30% ist. Bedeutet, er ist ein guter Rainbow-Booster, mittlerweile gibt es halt Frankie, weshalb er nur in der dritten Klasse ist, aber trotzdem ist er noch ganz gut, wenn man Frankie nicht hat. Os ist der perfekte Sub für Akainu-Teams, da man mit ihm alle Strange-Orbs zu Matching-Orbs bekommt. Das bedeutet, man kann mit Akainu halt andere Farben spielen, zum Beispiel auch Dex oder Quick oder Psy oder Int. Zudem ist er auch generell, wenn man jetzt nicht Akainu-Teams spielt, relativ gut als Orb-Manipulator, da Strange-Orbs zu Matching-Orbs für alle Units kann auch in anderen Teams nützlich sein, einfach bloß so, um mehr Orbs zu bekommen. Saga ist halt ein kleines bisschen unter Helmeppo gerankt, da er einen nicht ganz so hohen ATK-Boost wie dieser gibt, aber er gibt halt auch einen ATK-Boost, egal wie viel Leben man hat. Es ist zwar nur 1,5, aber trotzdem noch ganz gut für Slasher und Driven. Zu Brownbeard muss ich, denke ich, nicht viel sagen, ist genau das gleiche wie mit Saga. Ihr mögt euch vielleicht jetzt fragen, warum Colosseum Olympus so weit unten gerankt ist, obwohl er doch einen zweifachen Orb-Boost für Striker-Units gibt. Ich finde, dass dieser einfach mal viel zu ekelhaft zu farmen ist, beziehungsweise das war mein Gefühl, aber das ist nicht der Grund, weshalb er so weit unten gerankt ist, sondern weil er halt einfach die Condition, dass du mindestens 5 Units dazu stehen haben musst für den zweifachen Orb-Boost, ist einfach zu schwer zu erfüllen, meiner Meinung nach, und das kriegt man halt meistens nicht hin.
Capone gibt einen Int-ATK-Boost für 1,5. Das ist nicht schlecht, vor allen Dingen, weil es auch für mehrere Runden ist. Aber benutzen tut man ihn nicht, da es halt einfach bessere Int-Type-Booster gibt, wie ich finde. Don Kriegs Orb-Buff oder Orb-Debuff entfernen kann auf jeden Fall mega nützlich sein. Es gibt oftmals Fälle, wo man das auf jeden Fall braucht. Deswegen, ihn spielt man auch relativ häufig, auch wenn es relativ abhängig davon ist, gegen was man spielt. Chopper ist als Chain-Multiplayer-Booster nicht schlecht und kann man auf jeden Fall auch spielen. Lao Ji gibt eine Menge G-Orbs und verwandelt diese in Matching-Orbs im nächsten Turn. Man kann es allerdings auch einfach so machen, dass man ihn als generell normalen Orb-Minion-Player spielt und irgendwie mit Kuma sich G-Orbs gibt und diese dann zu Matching-Orbs macht, dann hat man die G-Orbs vor allen Dingen auch gelockt, was mega nice ist. Kyros gibt einfach nur einen viel zu kleinen Orb-Boost, als dass dieser wirklich nützlich wäre. Dass er einem Orbs gibt, wenn man über 30% ist, kommt mit seiner Captain-Ability überhaupt nicht zusammen, beziehungsweise funktioniert einfach nicht besonders gut, weil du für seine Captain-Ability unter 30% sein musst, aber auch abgesehen davon ist er einfach nicht besonders gut. Er ist ganz gut zum Speed-Farming, wenn man zum Beispiel Nekomamushi oder so hat, weil er halt wirklich einen sehr, sehr lowen Cooldown hat. Trotzdem, ich selber werde ihn wahrscheinlich nie benutzen und deswegen lohnt es sich auch nicht, diesen wirklich zu farmen. Corby macht anliegende Orbs zu Food Orbs, was in Fujitora Teams, da Driven ist, sehr nützlich sein kann, damit, weil man damit halt quasi drei Matching Orbs hat. Und auch sonst können drei Food Orbs einem halt beim Healen helfen. Zum Beispiel in einem Enel Team. Arlong ist zum Beispiel ein guter Sub für Blackbeard Teams, da er Striker Shooter ist und die ATK von den Captains boostet, was bei Blackbeard halt ziemlich viel Damage ist. Auf jeden Fall, Arlong kann man auch gut spielen in Teams, wo der Captain viel Damage macht, wie zum Beispiel bei Sanji. Smoker ist ein ganz einfacher End-Orb-Booster für 1,75. Ich habe ihn so low gerankt, weil dieses HP-Cutten relativ beschissen sein kann und man auch schon eine ganze Menge 1,75 Orb-Booster hat. Trotzdem ist Smoker relativ nützlich. So, kommen wir jetzt zur vierten Klasse. Die vierte Klasse besteht halt aus Units, die nicht gerade nützlich sind. Hier sollte man sich wirklich überlegen, ob man die farmen will oder nicht, weil im Normalfall lohnt es sich nicht. Angefangen mit Viper. Der gibt einen 1,5-fachen ATK-Boost für Free-Spirit-Units und macht ein wenig Damage. Das wäre ja nicht so schlecht, wenn es nicht ein 18-Turns-Cooldown wäre und ein Chaos-Kolosseum. Also lohnt sich eigentlich kaum, den zu farmen. Danach haben wir Binz. Binz delayed eine Runde und macht die Chain ein wenig höher und macht Perfect einfacher zu hitten. Auch nicht komplett schlecht, aber der Chain Boost ist einfach zu gering. Perfect einfacher zu hitten braucht man nicht und eine Runde die Lane ist halt jetzt auch nicht gerade so doll. Das machen so oder so die meisten Units nebenbei. Insofern auch nicht gerade nützlich. Dann haben wir Gedatsu. Gedatsu delayed eine Runde und macht einen 10% Damage Cut gegen alle Gegner. Auch nicht komplett schlecht, gibt aber besseres. Marco gibt einen 1,5-fachen ATK Boost für Powerhouse Units und shuffelt alle Orbs, die nicht gerade Matching sind. Bedeutet, er gibt einem ein paar Matching-Orbs und boostet relativ klein. Er boostet zu wenig und Powerhouse hat schon genug starke Booster, auch Free-to-Play. Deswegen, für Powerhouse braucht man so einen ATK-Boost nicht und er ist einfach ziemlich nutzlos und wird quasi nie gespielt. Dalton boostet die ATK von Psy-Charakteren mal 1,5. Es gibt halt Impact Usopp und der ist tausendmal besser und auch Free-to-Play, insofern warum Dalton benutzen? Boa Santa Sonia ist das, glaube ich, ja genau. Boa Santa Sonia gibt dem Friend Captain ein Matching Orb, was ganz nützlich sein kann, und reduce den Psy Damage, je nachdem, wie viel man hat. Wenn man unter 10% seines Lebens ist, hat man eine 100% Damage Reduction. Nur gegen Psy-Gegner ist das relativ schlecht, aber trotzdem ab und zu kann man sie vielleicht spielen. Kuro ist auch nicht komplett schlecht, er reduced Bind und Despair für 2 Runden und shuffelt halt Non-Matching Orbs. Auch nicht schlecht, braucht man aber eigentlich im Normalfall auch nicht. Und dann haben wir McGuy, der delayed einfach nur für 2 Turns auf einem 12-Turn-Cooldown. Es gibt Situationen, wo er nützlich ist, da man zum Beispiel in einem Slasher-Team ihn als Usopp-Ersatz benutzen kann. Aber das, also für normale Spieler brauchen den normalerweise nicht. Es ist relativ unnötig, den zu farmen. Dann haben wir Unigumo, den könnte man genauso gut auch in die dritte Klasse ranken, da er Psy und Int Orbs zu Dex Orbs macht und einen 10% Cut. Das ist ein wenig wie Killer, bloß Killer macht das halt universal quasi. Er macht das zu Matching Orbs, bedeutet Killer kannst du in einem Rainbow Team spielen, ihn halt nur in einem reinen Dex Team. Er ist nicht komplett schlecht, aber reine Dex Teams spielt man eigentlich im Normalfall nicht mehr, deswegen habe ich ihn lieber in Klasse 4 gerankt. Dann haben wir Mr. 5, der changed die Top Row Orbs zu Bomb Orbs. Das kann zwar schlecht sein, aber zum Beispiel mit einem Kuma wären das dann halt Matching Orbs.
Dazu macht er noch Bind weg und er macht für 50% der Defense der Gegner für 2 Turns weg. Ja, wird man eigentlich auch nie benutzen, aber naja. Dome macht anliegende Orbs zu Int Orbs. Das kann relativ nützlich sein, aber wie ich schon erwähnt habe, Full Farben Team spielt man eigentlich ja selten mittlerweile. Mushuru shuffelt alle Orbs, auch Block Orbs, und gibt einen Orb Boost für 2 Turns, 2,5. Das ist auch nicht komplett schlecht, das ist ähnlich wie Kaku, aber der Orb Shuffle kann einem sogar bei sowas ab und zu so ein bisschen in die Quere kommen, finde ich. Dann haben wir Ohm. Ohm macht alle Orbs zu Unmatching Orbs. Das habe ich jetzt nur so weit hochgerankt, in Anführungsstrichen, weil man diese Unmatching Orbs halt auch easy wieder zu Matching Orbs machen kann, mit zum Beispiel Pika. Aber für Orbs 2 Units mitnehmen ist ein bisschen scheiße, finde ich. Dann haben wir Miss Valentine, die funktioniert ganz gut mit ihrem Kollegen Mr. Five. Und zwar bindet sich zwar selbst für 2 Turns, aber boostet die ATK gegen Gegner mit reduceder Defense um 1,5, was ein ziemlich guter Conditional Booster ist für 2 Turns. Und dazu bindet sie sich selber und macht Block Ops zu Matching Ops. Und da dir Mr. Five ja Block Ops gibt 2, kannst du die direkt zu Matching Ops machen. Sie ist nicht gebindet, da Mr. Five den Bind wegmacht. Insofern ist eine ganz passable Combo, kann man spielen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendjemand spielt. Dann haben wir Margaret, diese healt dich ein bisschen und macht 50% Damage Reduction. Muss man jetzt auch nicht unbedingt spielen. Ryuma boostet die Orbs und die ATK von Dex Charakter um 1,35. Das ist dann insgesamt so ein ATK-Boost von ungefähr 1,7 oder so. Ist nicht komplett schlecht, kann man im Kolosseum benutzen, um zum Beispiel Stage 4 auszuklären, aber im Normalfall ist es nicht genug Damage. Sadie boostet die ATK von Gegnern mit reduceder Defense mal 1,3 für 3 Turns. Das ist auch nicht so schlecht, man braucht es aber nicht für mehrere Turns. Da finde ich Miss Valentine fast besser für 2 Turns und einem höheren Boost. Gunfor cuttet die eigenen HP und macht das in Damage zu den anderen Gegnern. Das kann helfen, muss es aber nicht. Und er boostet die ATK von Striker mal 1,75. Das ist zwar ein ziemlich hoher Boost eigentlich und er ist ganz schön low gerankt dafür, aber ich finde, da es Aokiji gibt, der das für 2 Turns macht, plus ein Orb-Lock, ist der ziemlich unnötig. Burugi boostet die ATK von Powers Charakteren mal 1,5 und wenn in demselben Turn das Special von Dori eingesetzt wird, hat man einen Powers ATK Boost von 2. Nicht gerade schlecht. Die Sache ist, dafür 2 Units mitnehmen finde ich scheiße. Wie gesagt, also so für so eine Combo ist, bin ich nicht so der Freund von. Da muss man wirklich 2 Units mitnehmen. Damit hat man halt schon mal die Hälfte des Teams quasi weg. Boa Marigold macht ein wenig Schaden und reduced diese Defense-Schilder von Gegnern mal ein Turn. Das ist also wie die Special von Rare Recruit Monster Chopper. Bloß halt nur für einen Turn. Und für einen Turn ist es meistens nicht so nützlich. Trotzdem ist sie nicht komplett schlecht. Foxy macht ein wenig Damage und delayed für eine Runde. Nicht gerade nützlich. Jhin macht 500 Fix Damage gegen alle Gegner. Das kann bei bestimmten Turtle Rocks ganz nützlich sein oder Gegnern, die viel Defense haben, wenn man es auf einem Low Cooldown braucht. Frankie macht ein wenig Random Damage und macht Badly Matching Orbs, entweder zu G oder zu Matching Orbs, aber so unsafe finde ich das Ding nicht, blöd und unnötig. Ein macht 3 Runden Despair und 3 Runden Bind weg. Es gibt zwar bessere Units, aber wenn man nicht gerade die passende Unit hat oder sie vom Type her braucht, dann kann ein schon manchmal ganz nützlich sein. Berigut macht alle Nicht-Farben-Orbs zu Farben-Orbs und lässt sich dreimal diese hin und her wechseln. Das kann man als Orb-Manipulator benutzen, aber es gibt auf jeden Fall bessere, zum Beispiel Herakles. Bei Dori ist es genau das gleiche wie mit Burugi eigentlich. Und dann haben wir noch Nightmare Ruffy. Nightmare Ruffy ist eigentlich nur nützlich, um Ruffy-Sockets zu farmen, wenn man halt immer safe einen Ruffy bekommt und 40 Staminas ist recht billig. Außerdem kann man sogar 2 kriegen. Insofern, ja, als Socket ziemlich gut und dann macht er halt eine ganze Menge Random Damage und eine Runde Delay. Beides braucht man eigentlich nie, ohne Witz. Also ich habe Nightmare Ruffy nie benutzt und ich hätte auch nie irgendwie gewollt, ja, jetzt Nightmare Ruffy, das war nützlich, den braucht man wirklich nie. Er ist, also keine Ahnung, wer den benutzt. Als Captain ist er auch scheiße, also wirklich, sorry, aber den braucht man nicht. So, zur 5. Klasse werde ich jetzt nur noch abschließend ein paar Worte sagen. Also die Units, die euch wahrscheinlich interessieren werden, warum sie da gelandet sind, sind wahrscheinlich Monster Chopper, Ivankov, Garp. Und ja, ich schätze mal, das war's. Die anderen dürften relativ verständlich sein.
Die sind alle drei nicht wirklich gut. Also Ivankov habe ich quasi nie gespielt. Klar, er gibt einem Orbs, aber das ist so ein Orb-Shuffle und dafür ein Raid-Farm, ich weiß nicht. Ich finde Ivankov ganz gut, um seine Rare-Recruit-Versionen, mittlerweile sind diese Versionen, zu socketen. Und Garb ist auch ganz gut, um den anderen Garb zu socketen. Und Monster-Chopper halt alle gut für alle Choppers eigentlich. Aber Random-Damage braucht man nicht. Einem Orb-Shuffle zu Psy und RCV braucht man mittlerweile gar nicht mehr. Es gibt Tesoro und selbst den habe ich nur in Klasse 3 eingerankt, weil ich Fullbot 2 auch nicht mehr so gut finde, weil es gibt halt einfach Legend Shanks. Und quasi zwei Units dafür mitnehmen ist komplett outdated. Und ja, der Random Damage von Monster Chopper gegen eine Unit, das ist nichts. Das bringt einem gar nichts mehr. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das waren jetzt hier die abschließenden Worte von mir. Generell, ich bin mir sehr sicher, zu 100% sicher, ihr werdet nicht bei allen Punkten zustimmen, bei sehr, sehr vielen Punkten wahrscheinlich sogar nicht. Ihr werdet mich nach einzelnen Minuten fragen und das dürft ihr auch tun. Aber ich bitte euch, begründet anzugeben, warum ihr meint, dass einige Units nicht dort reingehören, wo ich sie eingerankt habe. Dann noch zur vierten Klasse. Ich habe die vierte Klasse ein kleines bisschen ungenau eingerankt. Da kann man so ein paar Sachen noch verschieben. Ist es ja ungefähr so, dass man, dass ich von links nach rechts gegangen ist. Je weiter links die Units sind, umso besser. Und je weiter rechts, desto schlechter quasi. Auch unter den Klassen nochmal. In Klasse 4 ist es nicht ganz so. Da sind mir ein paar Fehler unterlaufen. Also bei der Klasse 4 bitte untereinander nicht so wirklich kritisieren. Aber falls ihr irgendwelche Units klassenübergreifend woanders einranken würdet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin bereit, dort auch zu diskutieren. Natürlich werde ich nicht immer instant antworten. Oder wenn es mir zu dumm ist. Also wenn wirklich, versucht bitte gut zu argumentieren, warum ihr meint, dass die Unit besser ist als irgendeine andere, okay? Dann hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen. Das war wirklich eine ganze Menge Arbeit. Ich habe locker irgendwie 6 Stunden für die ganze Scheiße hier gebraucht. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.